Wir stehen hier beim Höhen Bahnstein. Es ist Mittwochnachmittag, Tag vor dem Bahntag. Der Höhe Bahnstein hat immer eine besondere Bedeutung gehabt. Es kommen hier nämlich vier Gemeindegrenzen aufeinander. Pratteln, Muttens, Gempen und Frankendorf. Gempen gehört zum Kanton Solothurn und damit ist dieser Stein auch ein Kantonsgrenzstein. Früher, ursprünglich, hat man am Bahntag seine Bürgerpflicht wahrgenommen, indem man musste kontrollieren, ob die Bahnsteine wirklich alle am richtigen Ort stehen und nicht verschoben worden sind. Heute, mit der Vermessung der Grenzen, ist das natürlich nicht mehr in erster Linie die Aufgabe. Aber man tut nach wie vor einfach gerne die Grenzen abschreiten. Und vor allem hat es heute auch die Bedeutung, dass man gerne zusammen ist. Man kommt zusammen, man tut sich austauschen und man genießt dann auch das Klöpfenbrötchen und miteinander schwätzen und trinken. Ein solcher Bahntag braucht natürlich eine riesige Organisation. Seit ein paar Jahren helfen bei uns auch die Musikgesellschaft und das Fasnachtskomitee und der Jodlerclub. Und die haben wirklich den Bürgerrat auch unterstützen. Der Bürgerrat ladet jeweils ein und ist froh auf all die, die im Hintergrund auch die beitragen, dass es ein guter Tag wird. Ganz wichtige Personen im Bahntag sind natürlich die Rottenmeister. Immer einen Tag vor dem Bahntag gehen die Rottmeister die Grenzen ablaufen und jeweils mit dem Setzen von einem Zweigli am Bahnstein können wir die Grenzen als rechtsgültig erklären. Hier sehen wir jetzt einen typischen Bahntagstein. Dieser Bahntagstein hat eine schöne Zeichnung, und zwar sagt man dem 6 Strahlensterne. Die 6 Strahlensterne gehen zurück in die Römerzeit. Die Römer haben nämlich ihre Grenzen auch mit einem solchen Stein markiert. Notabene ist der 6 Strahlenstern bis ins 19. Jahrhundert das Prattlerwappen und ist dann abgelöst worden in der Eptingerzeit durch einen Adler. Hier stehen wir jetzt vor einem weiteren Bahnstein im Prattlerwald. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wie der Bahntag in Pratteln abläuft. Wir haben 2 Wanderrotten, die jeweils Bahnsteine kontrollieren. Wir haben eine Reiterrotte, die nehmen natürlich eine andere Route. Und zusätzlich gibt es neuerdings auch noch einen kurzen Weg, wo Leute mit Kinderwagen oder Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, auf den Bahntagsplatz laufen können. Selbstverständlich kommen alle Prattlerbürger am Schluss vom Bahnumgang den Bürgerbatzen über. Die Nichtbürger, die kommen ein Bon für Wurst mit Brot und Mineralwasser über. Mein nächster Fixpunkt ist morgen am Morgen um 9 Uhr. Dann stellen wir im Streitacher die Infrastruktur aufstellen, damit die Leute Sitzgelegenheit haben und gemütlich zusammen sein und plaudern. Es ist 9:15 Uhr am Bahntagstag und wir sind hier auf dem Bahntagsplatz. Im Hintergrund werden gerade die Bänke aufgestellt, damit die Bahntagler heute Mittag sitzen können. Wir sind jetzt eine Stunde vor dem Start des Bahnumgangs und so eben treffen die 3 roten Mädchen und der rote Bub bei mir daheim ein. Hallo zusammen. Ja. 2 Mieter kleiden die Kinder mit den Blusen einkleiden. So. Selbstverständlich gehört das schwarze Halstuch und der Bahnstein auch dazu. Wir haben soeben 3 junge Damen und einen jungen Herr eingekleidet in die Blusen. Die 4 Leute sind eigentlich die wichtigsten Personen. Die werden nämlich die Rotten anführen und werden uns den Weg zeigen, wo wir durchlaufen müssen. Das machen sie, indem sie nachher noch eine Fahne nehmen und noch das Tafel A bis P. A bis P ist die Rotten 1. Ausgerüstet geht es jetzt zum Schmittiplatz.
Der Schmiediplatz ist der Treffpunkt zum Start des Bahnumgangs. Hier treffen sich alle roten Mädchen und roten Buben. Selbstverständlich sind meine drei Rotmeisterkollegen auch anwesend. Genau am Eis begrüßt die Bürgergemeindepräsidentin Pratler-Bandägler und Bandäglerinnen. Und ab geht's auf die verschiedenen Routen. Hier der Abmarsch von der kurzen Route. Die Route ist kurz vor dem Ebnet angekommen. In der Frühlingslandschaft nimmt der Zug fast kein Ende. Kurz vor dem Bahntagsplatz gibt es einen kleinen Stau bei der Verteilung der Bon. Bürger und Bürgerinnen können ihre persönliche Einladung gegen einen Bürgerbatzen eintauschen. Die Route 2 trifft auf dem Bahntagsplatz ein. Auf dem Bahntagsplatz ist bereits einiges los von der Route, die bereits früher eingetroffen sind. Wichtig ist auch das gemeinsame Bröteln der Klöpfer. Und zum Schluss noch eine Einschätzung vom Bratler-Bandtag durch die Prominenz. Für mich ist der Bandtag Bratteln ein wichtiger kultureller Anlass. Ich bin schon als Kind hier angegangen und habe sehr viele schöne Erinnerungen. Heute ist es für mich ein besonders wichtiger Tag. Meine Tochter durfte das erste Mal vorne mitlaufen mit der Rotte, mit dem Dani Hartmann. Und mein Vater ist auch immer noch dabei, er wird 86. Und das finde ich so schön an diesem Anlass hier am Bahntag. Es ist generationenübergreifend. Man trifft das halbe Dorf hier oben, kann schwätzen und es gemütlich haben. Ja, und jetzt freuen wir uns an diesen Stunden hier oben. Einmal mehr sind wir hier im Stöttacher oben. Das ist natürlich ein super Platz hier für den Bandtag. Alles ist grün, der Frühling sprießt. Und der Bandtag, wenn es nicht so gut ist, müssen wir ihn finden. Also der Bandtag ist für mich seit Kindheit ein Traditionsanlass, wo man als Kind gegangen ist, wo man noch mit den Kindern gegangen ist. Und jetzt heute bin ich so weit, dass Grosskinder da sind. Ich denke, es ist für mich Integration pur, wo hier die Bürgergemeinde Veranlasser ist von dem. Und das ist für mich so viel wert wie ein Projekt Dürpau, das wir haben. Wenn man sich hier oben trifft, dann kennt man sich auch später immer wieder. Der Bandtag ist einmal mehr wieder der gesellschaftliche Anlass, hier zu bratteln. Und was mich ganz besonders freut, sind wirklich alt und jung dabei und nutzen die Gelegenheit, hier von aussen miteinander gute Gespräche zu haben.